Herzlich willkommen, meine Freunde, im neuen Jahr 2020. Das muss man sich jetzt erstmal wieder einprägen, wenn es gibt ganz viele und ich schließe mich damit ein, die auf irgendwelchen wichtigen Dokumenten dann immer noch beim Datum 2019 schreiben werden. Aber wir haben 2020. Und ich hoffe, ihr seid sehr gut ins neue Jahr reingerutscht, habt Silvester gesund und munter überstanden und wir sehen uns jetzt wieder hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir starten das neue Jahr mit einer wunderschönen Top 10. Wir lassen nämlich das Jahr 2019 nochmal Revue passieren, genauer gesagt das Spielejahr 2019, denn das war grundsolide. Es war jetzt nicht das überkrasse Mega-Jahr, aber gerade auch Richtung Ende des Jahres sind noch einige Blockbuster erschienen, auch einige, die ich noch nachholen muss, zum Beispiel Luigi's Mansion 3, da habe ich richtig Bock drauf, kam ich noch gar nicht zu, das zu spielen. Und wir wollen uns jetzt meine Top 10 2019 der besten Spiele anschauen, also die Spiele, die ich auch wirklich gespielt habe, und die Spiele müssen 2019 natürlich auch erschienen sein, ansonsten macht das keinen Sinn. Ich habe auch viele gespielt, die älter sind, mit denen hatte ich auch sehr viel Spaß, aber das hier wird so meine kleine Spiele des Jahresliste, könnte man auch sagen. Und es gab natürlich auch Enttäuschungen, 3 an der Zahl, die mir einfallen. Und natürlich die größte Enttäuschung für mich war WWE 2K20 mit seinen ganzen Bugs und hat jetzt mittlerweile 2 Patches und es läuft immer noch nicht. Ich habe das Spiel mittlerweile auch ehrlich gesagt abgeschrieben. Warten wir einfach ab, ob irgendwas noch passiert Richtung 2K20. Ansonsten ist es auch relativ egal. Mir fehlt es jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich sowieso nicht spielen kann. Es stürzt ständig ab, macht null Spaß und deswegen lassen wir das mal beiseite. Aber es gab noch 2 Titel, von denen ich extrem enttäuscht bin, und das sind ausgerechnet 2 Titel, die bei der Presse und bei den ganzen Awardshows mega viel abgeräumt haben. Zum einen Death Stranding. Ich habe noch nie ein langweiligeres Spiel gespielt als Death Stranding und ich habe es nicht nur mal angespielt, ich habe es 10 Stunden gespielt und war einfach nur von vorne bis hinten total enttäuscht. Die Story hat mir nicht gefallen, das einzig Geile war Grafik und Soundtrack, das war wirklich gut, aber der Rest, das ist ja kein Spiel, das ist ja, du läufst ja nur durch die Gegend, du machst ja nichts. Du machst wirklich nichts in diesem Spiel, deswegen eine sehr, sehr große Enttäuschung. Und die andere Enttäuschung ist tatsächlich Sekiro. Viele feiern Sekiro und ich fand's einfach nur scheiße. Und ich kann euch auch begründen, warum. Es ist zum einen extrem schwer, will ich gar nicht abstreiten. Das sind aber Dark Souls und Bloodborne und wie sie alle heißen auch. Und das sind richtig geile Spiele gewesen. Und warum Sekiro nicht ansatzweise da dran kommt, obwohl sie ein geiles Setting hatten, ist, man hat halt nur ein Schwert und seinen blöden Stofffetzen an. Und das ist ja gerade das, was ich bei Dark Souls und Bloodborne so geil fand. Die ganze Rüstung, die man finden kann. Überall ist was versteckt, was man gebrauchen konnte. Man hatte unzählige Waffen. Man konnte sich geil skillen. Und das alles ist weg bei Sekiro. Da gibt's nichts von. Es ist auch einfach nur stumpfes Gekloppe die ganze Zeit. Mit einer richtig schlechten Geschichte. Einem Hauptcharakter, der generischer kaum sein könnte, obwohl man ihn nicht selbst erstellen kann. Nee, es hat nichts von den Dark Souls und Bloodborne Spielen und deswegen auch das schlechteste meiner Meinung nach von der ganzen Chose da und deswegen auch meine Enttäuschung des Jahres auf Platz 3, würde ich sagen. Death Stranding und WWE 2K20 waren noch deutlich schlimmer, aber Sekiro ist auch dabei und das heißt, diese 3 Titel werdet ihr auf keinen Fall in der Top-10-Liste jetzt finden und ich gebe nochmal zu verstehen, dass das meine persönliche Liste ist, also mein Empfinden. Wenn ihr mega Spaß bei Sekiro zum Beispiel hattet, dann sei euch das auf jeden Fall gegönnt und es ist mit Sicherheit ein großartiges Spiel, aber bei mir hat es einfach nicht gefunkt. Beginnen wir also mit meinem Platz 10 und das ist ein alter Hase, würde ich mal behaupten. Tales of Vesperia ist eines der Tales of Spiele und jetzt sagt ihr, ja, aber das ist doch schon uralt. Es ist 2009 rausgekommen und ihr habt auch vollkommen recht, aber ich habe es 2009 nicht gespielt, sondern erst 2019 und das war im Januar rausgekommen, 2019, also ganz, ganz lange her, also fast ein komplettes Jahr. Und da kam es für die PlayStation 4, jetzt hätte ich fast 5 gesagt, PlayStation 4 sind wir ja noch. Und es hat mega Bock gemacht. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ganz durch. Ich bin so, ja, ich würde sagen bei 80% des Spiels. Mir fehlt das Ende noch und ich werde auch weiterhin sehr viel Spaß damit haben. Habe es mir erst Mitte des Jahres oder so gekauft, kurz angezockt, keine Zeit gehabt
und jetzt gegen Ende des Jahres wieder weitergespielt. Macht mega Spaß, hat eine richtig gute Story, hat richtig starke Charaktere. Allerdings muss man auf jeden Fall auf Rollenspiele stehen und auf Anime-Optik. Also da ansonsten werdet ihr die Finger davon lassen, das ist nämlich dann nichts für euch. Aber da ich ja Rollenspiel-Fan bin und auch JRPGs sehr, sehr liebe, deswegen Tales of Vesperia auf Platz 10. Und wir haben ja noch einige andere Spiele und ich glaube, für jeden Geschmack ist ein bisschen was in der Liste dabei. Auf jeden Fall Tales of Vesperia, absolute Empfehlung für Rollenspielfans. Vielleicht der bisher beste Tales of Teil, den ich gespielt habe. Und ich habe alle gespielt, bis auf Tales of Berseria. Ich glaube, es ist das aktuellste mit dieser Piratendame, die wir da steuern. Das habe ich auch nur angezockt, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber alle anderen Tales of Spiele habe ich soweit gespielt, außer die uralten. Und Vesperia ist mir auf jeden Fall da das Liebste. Wirklich, das Liebste. Also Tales of Vesperia, fetter Daumen nach oben. Bei Platz 9 bleiben wir auf jeden Fall im knuffigen Bereich, allerdings ist es ein Jump'n'Run und zwar Super Mario Maker 2. Ein großartiges Spiel für die Switch. Es ist eigentlich ein unendliches Spiel, ein unendliches Mario. Ich würde sagen, es ist eigentlich das perfekteste Mario, was es gibt. Denn die Community baut unglaublich gute Level, egal welcher Schwierigkeitsgrad. Es kam jetzt noch ein Update mit Zelda dazu, wo man noch ganz andere Fähigkeiten hat, die man dann auch einbauen kann. Richtig, richtig geil. Mario Maker, das einzig Doofe ist, man braucht dieses Nintendo Online, um auch online spielen zu können. Und wenn ihr das nicht online spielt, dann macht's keinen Sinn. Also ihr müsst schon die Sachen runterladen. Der Story-Modus ist zwar auch schön, da kriegt man alles so ein bisschen beigebracht, aber richtig geil ist es eigentlich, auf Rekordjagd zu gehen und die Community-Level zu lösen, die Rätsel zu lösen. Also da gibt's einige Erbauer, die es einfach drauf haben, wo man merkt so, ja, das ist ein Level, der hat sich Gedanken gemacht, das ist mega gut. Ich frag mich, wie viele Stunden Zeit die Leute darin investieren, um so geniale Level herzustellen. Mario Maker 2, für mich absoluter Pflichtkauf für die Nintendo Switch, kann ich jedem empfehlen. Überhaupt alle Spiele, die jetzt kommen, kann ich bedenkenlos weiterempfehlen. Also für alle Jump'n'Run-Fans müsste das Spiel des Jahres sogar sein, denn Mario Maker 2 bietet einfach alles. Und bitte, wer mag Mario nicht? Jeder mag Mario. Oder fast jeder. Manche mögen auch Luigi. Und ja, deswegen Platz Nummer 9. Wir machen weiter mit Platz Nummer 8. Und das ist The Division 2 von Ubisoft. Das Ganze kam am 15. März 2019 raus. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht hat es der ein oder andere auch mitbekommen. Ich habe das zusammen mit dem guten Christian On Air gespielt auf der PlayStation 4. Es hat mega Spaß gemacht, auch im Koop richtig gut. Hat eine bessere Geschichte als Teil 1 und auch ein cooleres Setting, abwechslungsreicher. Und ist insgesamt ein sehr, sehr rundes Spiel. Habe auch diesen Year One Pass damals gekauft für sau viel Geld und hab's aber so lange gar nicht gespielt, obwohl es eigentlich super cool ist, weil man wieder in New York irgendwann ist. Also durch diese ganzen Add-ons kommt man nach New York, wo halt der erste Teil spielt. Ziemlich geil, werde ich mit Sicherheit auch nochmal reingucken. Bin aktuell nicht mehr dabei, das zu spielen, aber ich hab's eine sehr lange Zeit gespielt, auch bis zum Endlevel, bis dann diese komischen Soldaten da kommen, diese Elite-Soldaten und die ganze Stadt wieder neu befallen und du alles nochmal befreien musst. Bis dahin ungefähr habe ich gespielt. Und ja, ich habe es quasi einmal durchgespielt und bin jetzt im Endgame. Ist halt ein Loot-Shooter. Ich bin eigentlich gar nicht so der Loot-Shooter-Fan. Zum Beispiel Borderlands könnt ihr mich mit jagen. Ich mag Borderlands überhaupt nicht. Und auch das ist ja mega gut angekommen. Aber The Division 2 ist für mich so, das ist der beste Loot-Shooter, den ich bis jetzt gespielt habe. Da kann man sich vielleicht streiten, ob Borderlands nicht besser ist. Aber ich persönlich fand Division 2 auf jeden Fall eine ganze Ecke sogar besser und deswegen auch da eine Kaufempfehlung. Allerdings nur, ihr müsst wirklich wissen, wo ihr euch drauf einlasst, weil das ist nicht irgendwie total gutes Storytelling oder sowas. Das meiste kriegt man kurz über Funksprüche gesagt und dann geht es eigentlich nur ums Ballern und ums Loot sammeln. Deswegen ist mit Sicherheit nicht jedermanns Geschmack und eigentlich auch nicht meins, aber ich fand es ziemlich geil. Ich hatte sehr viele schöne Stunden mit The Division 2. Kommen wir zum nächsten Platz und das ist The Legend of Zelda Link's Awakening. Wenn ich mich nicht irre, müsste das jetzt Platz 7 sein.
auch ein, ja, knuffiges Spiel. Also wir haben sehr viele knuffige Spiele, sehe ich gerade. Und das ist auch nicht das letzte knuffige Spiel, das kann ich euch schon sagen. Für die Switch ein Remake eines sehr, sehr alten Spiels. Fragt mich bitte nicht, wann das rausgekommen ist. Ich habe es auf jeden Fall nie gespielt, deswegen war das für mich komplett Neuland. Und es ist einfach mega charmant umgesetzt. Es macht super viel Spaß. Die Rätsel sind am Anfang noch sehr einfach, wo man sich denkt, ja, okay, ist halt für Kinder, aber hinterher, das kann ich euch garantieren, werdet ihr im ein oder anderen Dungeon auf jeden Fall hängen. Ich musste auch teilweise im Internet gucken, wie ich weiterkomme, weil ich ums Verrecken nicht dieses Rätsel gerafft habe. Ist aber nur ein oder zweimal vorgekommen, gegen Ende dann auch, wo es richtig anzieht. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, dass, boah, ich will nichts Falsches sagen, aber 25, 26 Jahre müsste der Erstling her sein und das ist quasi das Remake. Lohnt sich auf jeden Fall für jeden Zelda-Fan. Die Optik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht, aber ich finde sie super gut umgesetzt. Macht Spaß, Spielprinzip dürfte klar sein, typisches Zelda halt. Und ja, geiles Spiel. Daumen nach oben und zu Recht auf Platz 7. Weiter geht es mit Platz 6 und da haben wir einen Titel, der ist noch gar nicht so lange draußen. Am 15. November kam er raus und es ist Star Wars Jedi Fallen Order. Wie lange hat die Welt, vor allem die Gaming-Welt, auf ein Singleplayer-Star Wars-Spiel gewartet? Es ist sehr gut geworden. Es ist nicht perfekt, es hat überall noch so ein paar kleine Macken, die mir nicht gefallen, aber ich bin komplett zufrieden und ich habe sehr viel Zeit darin investiert. Ich habe es durchgespielt, ich habe es mittlerweile platiniert, also ich habe die Platin-Trophäe auf der PlayStation geholt. Die ist auch ehrlich gesagt nicht so schwer. Also es ist halt zeitaufwendig, klar, aber ich habe viel Spaß gehabt damit. Endlich wieder schön mit dem Lichtschwert durch die Soldaten säbeln, durch die Droiden, Sturmtruppler einfach mal so die Klippe runterschmeißen. Hat einfach Spaß gemacht und dafür liebe ich Star Wars. Ich freue mich sehr auf den Kinofilm, also wenn ich das hier aufnehme, da ist der Kinofilm noch nicht draußen. Oder kommt nächste Woche, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich ins Kino gehen, kurz nachdem der rauskommt. Richtig geil, ich freue mich. Jetzt könnt ihr mich hier gerne auch spoilern, ich werde den Film auf jeden Fall gesehen haben. Geiles Spiel, jeder Star Wars Fan sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Es ist wichtig, es geht in die Richtung Dark Souls. Das Kampfsystem ist stark an Dark Souls angelehnt. Wenn man zum Beispiel verliert, verliert man seinen Fortschritt und muss wieder zurück und man hat solche Meditationspunkte, die quasi Leuchtfeuer sind und man kann Abkürzungen freischalten. Das ist alles sehr, sehr Dark Souls-ig. Ich hätte mir das gewünscht, dass es sogar etwas schlauchiger ist, etwas geradliniger, ein bisschen kürzer von mir aus, aber dafür eine bessere Story, weil die Story ist jetzt nicht der Oberhammer. Die hat zwar ihre Momente und BD-1, der neue kleine Droide, der einem da auf die Schulter sitzt, ist mega cool gemacht, aber es geht noch besser. Ich weiß, dass sich das Ding extrem gut verkauft hat, ist auch kein Wunder, jeder wollte ein Singleplayer-Star Wars-Spiel und nicht mehr diese Battlefront-Geschichte und deswegen ist es ein Erfolg und deswegen können wir auch sicher sein, dass es zumindest weitere Singleplayer-Star Wars-Spiele geben wird. Ob jetzt Fallen Order noch fortgesetzt wird oder ob es dabei belassen wird, ist egal, von mir aus braucht das jetzt nicht unbedingt eine Fortsetzung, aber geiles Spiel, zu Recht in der Liste und wenn ich was auf Platin spiele, dann ist das auch zu Recht so. Ich hatte ja dann mega viel Spaß damit, denn sonst spiele ich das nicht auf Platin. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ich habe ja, wie gesagt, nicht so viele Platin-Trophäen, aber Jedi Fallen Order gehört auf jeden Fall dazu. Guckt es euch mal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Sehr, sehr geil. Auf Platz Nummer 5 haben wir auch einen Titel mit der Nummer 5 und zwar Gears 5, also Gears of War, jetzt heißt es nur noch Gears. Gears 5 ist dabei, ist einfach nur Geballer, richtig geil, einfach von vorne bis hinten nonstop pure geile Action. Kann ich auch jedem empfehlen für Xbox One und für PC. Es ist auch im Game Pass enthalten, also dieser Microsoft Game Pass, wenn ihr das holt für 1 Euro oder so, dann könnt ihr das auch spielen. Es wird auch auf jeden Fall ein Let's Play zu diesem Spiel geben auf meinem Kanal. Ich weiß noch nicht genau wann, wird noch ein bisschen dauern, weil wir werden auf jeden Fall auch Teil 4 spielen, denn Teil 4 ist sogar schon aufgenommen. Ich kann es jetzt nur noch nicht bringen, weil kein Platz, andere Projekte und so. Aber Game of Thrones und die Zwerge werden ja irgendwann enden und da wird auf jeden Fall Gears 4 kommen und Gears 5 wird auch kommen. Das sind beides super Spiele. Gears 5 ist dieses Jahr, ist am 10. September, glaube ich, rausgekommen und ist sehr, sehr gut. Es ist Action, es ist Non-Stop-Action, es ist gut, es hat sogar eine gute Story. Meiner Meinung nach das beste Gears-Spiel, was ich bis jetzt spielen durfte und ich habe alle
alle gespielt. Also von daher für mich das beste Gears-Spiel. Coole Story. Es ist nicht mehr dieses Testosterongeballer, was man aus den ersten 3-4 Spielen kennt. Es gab ja noch dieses Judgment, was so ein kleiner Spin-Off-Titel davon war. Gears 4 ging schon ein bisschen in eine andere Richtung und Gears 5 ist einfach nochmal eine Stufe drüber. Hat ein bisschen Open World, aber nicht zu viel Open World und ja, das passt einfach alles. Es passt einfach alles. Meiner Meinung nach das beste Spiel, was Microsoft dieses Jahr rausgebracht hat und deswegen zu Recht auf Platz Nummer 5. Weiter geht's mit Platz 4 und ich habe ja gesagt, es wird nochmal knuffig und das ist hier der Fall und zwar geht es um Pokémon Schwert und Schild. Das ist natürlich auch wieder ein sehr spezieller Titel. Die Sache ist, ich habe das quasi gemeinsam mit meiner Freundin gespielt. Ich hatte die Schildversion, meine Freundin die Schwertversion und deswegen hat das auch mega Spaß gemacht, weil man sich ausgetauscht hat. Man wollte sich aber auch irgendwie nicht spoilern. Aber zum Glück gibt es ja den Handheld-Modus, sodass der andere nicht unbedingt story-relevante Sachen mitbekommt. Das hat einfach Spaß gemacht. Ich habe rund 60 Stunden gebraucht, um das durchzuspielen, also sehr lange. Pokémon Schwert und Schild hat aber auch sehr, sehr viel Umfang, muss ich sagen. Ich habe die anderen Spiele auch gespielt und ich habe nicht in Erinnerung, dass man so lange an einem Teil gesessen hat. Es gibt mega viel zu entdecken, coole Neuerungen, auch dieses Dynamax-Feature, was ich erst nicht so geil fand, dass die Pokémon riesengroß werden, ist eigentlich ganz cool und dezent gehalten. Arena-Kämpfe sind natürlich wieder mit dabei, eine schöne Geschichte, ein anderer Umgang mit seinem Rivalen, den man so kennt aus den anderen Spielen. Klar, die Pokémon sind sehr gewöhnungsbedürftig, da ist sehr, 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 sehr viel Schrott bei. Das sollte auf jeden Fall gesagt sein, da gibt es ungefähr, weiß ich nicht, 50% der Pokémon, die kompletter Müll sind. Es fehlen ganz viele Pokémon, auch mein Lieblings-Pokémon Mewtwo übrigens, was leider fehlt. Auch Bisasam oder Shiggy, ich weiß nicht, wer von euch sich ein bisschen auskennt. Das sind Starter-Pokémon seit Staffel 1 oder seit Season 1 im Pokémon-Universum. Bisasam ist das beliebteste Pokémon der Welt, noch beliebter als Pikachu und es war einfach nicht dabei. So, das kann man eigentlich nicht machen. Da hingegen hat man, keine Ahnung, eine Teetasse mit Augen reingepackt oder einen Apfel mit Augen und einem Drachenschwanz. Also richtig strange Viecher mit da drin. Wenigstens Glurak ist dabei. Wenigstens eine coole Sache. Mein zweitliebstes Pokémon, um ehrlich zu sein. Ja, ich spiele Pokémon und ich stehe auch dazu. Ich find's geil, es hat mega Spaß gemacht. Ich habe 60 Stunden absolut Spaß und Freude empfunden bei diesem Spiel. Es ist mega knuffig, es gibt keine schlechten Gedanken eigentlich in dem Spiel. Einfach toll, hat Spaß gemacht und deswegen völlig zu Recht auf Platz 4. Aber jetzt geht es um die Top 3, um die wichtigsten Plätze. Bronze, Silber, Gold und wir fangen an mit Bronze. Und Bronze ist alles andere als knuffig, würde ich sagen. Eigentlich das komplette Gegenteil, nämlich Call of Duty Modern Warfare. Ein super geiler Shooter. Ich habe die anderen Call of Duty Teile gespielt und fand die auch eigentlich relativ solide, aber richtig geflasht hat mich eigentlich schon länger nichts mehr. Auch Black Ops 3 zum Beispiel fand ich grundsolide, hat auch Spaß gemacht seine Zeit, aber irgendwann, ja, war halt auch gut, ne? Aber Modern Warfare spiele ich tatsächlich aktuell auch noch. Hab jetzt über das PlayStation Plus, gab es auch Modern Warfare Remastered, habe ich auch nochmal durchgespielt. Hab sogar Modern Warfare Remastered tatsächlich auf Platin gespielt. Ich habe noch nie Call of Duty vorher auf Platin gespielt. Und da habe ich nur die Story gespielt. Und mega schwer, sage ich euch. Platin? Mega schwer. Also für mich bis jetzt die schwerste, vom Skill-Level her, die schwerste Platin-Trophäe in meiner Karriere. Ich habe nicht viele geholt, 7 oder 8 Stück, aber das skillmäßig, heilige Scheiße. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die bekomme. Also ich war kurz davor zu verzweifeln. Bei zwei Sachen war ich kurz davor zu verzweifeln. Wenn ihr das selber gespielt habt, dann könnt ihr euch vielleicht denken, was ich meine. Aber um Remastered geht es hier nicht, sondern um den neuen Teil. Der ist am 25. Oktober rausgekommen. Mega guter Multiplayer. Es gibt keinen Season Pass oder sowas. Die ganzen Inhalte, ganzen neuen Karten, neue Waffen, neue Missionen. Das kriegt ihr alles umsonst. Super geil. Nebenbei hat es meiner Meinung nach auch noch eine der besten Call of Duty Kampagnen in der langen Geschichte von Call of Duty. Sehr, sehr gut, denn auch den Modern Warfare Teil habe ich auf Platin gespielt. Und ich sage ja, wenn ich was auf Platin spiele, dann sind das meistens Spiele, die ich hammergeil finde. Und das gehört dazu. Die
Story ist sehr politisch nicht ganz korrekt. Es gibt ja dieses eine Ereignis mit der Straße des Todes da. Naja, kann man den Russen anhängen, ist aber natürlich geschichtlich komplett falsch. Mich persönlich interessiert es überhaupt nicht. Ich hatte einfach nur Spaß bei der Kampagne. Die war mega gut. Ist mit Sicherheit harter Tobak auch, der ein bisschen davor kommt. Aber ich meine, das Spiel ist ab 18, also darf es das auch. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen Call of Duty Modern Warfare 3, mein Bronzeplatz. Weiter geht es mit Silber. Und das bedeutet natürlich Platz 2 und der zweite Platz und damit auf jeden Fall ein Platz auch in meinem Herzen hat ein weiteres Nintendo-Spiel. Nintendo Exclusive und zwar Fire Emblem Three Houses. Meine Güte, das Spiel ist richtig stark, taktisch gut. Auch relativ schwierig manche Missionen, nicht alle Missionen, aber einige sind echt sehr knackig vom Schwierigkeitsgrad her, hat eine wahnsinnslange Story, also richtig lange Story und man kann halt alle drei Häuser, deswegen heißt es auch Three Houses spielen und jedes Haus hat eine andere Geschichte, jedes Haus hat ganz viele verschiedene Charaktere, jeder Charakter aus jedem Haus ist komplett unterschiedlich. Und das macht das Spiel auch so besonders. Es hat ein bisschen Persona mit drin, wo man halt auch alltägliche Sachen macht, wo man seine Gruppe unterrichtet. Man ist quasi der Lehrer und aber gleichzeitig auch ein guter Kämpfer und taktischer Anführer. Und dann lernt man mit denen und pusht die und geht mit denen essen und lernt die näher kennen, verbessert die Beziehung. Dann kann man auch in den Kämpfen wieder mehrere Sachen machen. Sehr, sehr aufmerksamkeitsbedürftig, würde ich mal sagen, ist das Spiel. Es ist sehr, sehr schwer zu lernen. Und man kann zwar so ein Auto-Battle machen, aber dann kann man es auch gleich lassen zu spielen, denn das macht keinen großen Spaß, aber wenn man es selber spielt, wenn man so Taktikspiele mag, wie XCOM zum Beispiel, Fire Emblem geht genau in die Richtung, hat eine super schöne Optik, die mit Sicherheit nicht perfekt ist, aber das ist halt Switch, was es darstellen will, das macht es einfach sehr, sehr gut, hat eine Anime-Optik, die passt natürlich zum Spiel, ist schon immer so gewesen. Ich habe sehr viele Stunden damit verbracht, ich glaube ungefähr 140. Ja, 140 Stunden kommt hin und ich habe tatsächlich nur ein Haus gespielt. Nur eins. Und es gibt noch zwei weitere und ich habe fast 140 Stunden gebraucht. Ich habe mir natürlich auch Zeit gelassen. Ich tauche gerne in solche Spiele richtig ein. Also ich sauge die Story auf, ich verbringe viel Zeit damit, ich spiele das ganz in Ruhe mit meinem eigenen Pacing und das ist einfach sehr herrlich gewesen. Hat Spaß gemacht, aber es gab ein einziges Spiel, was noch ein Tick besser war als Fire Emblem Three Houses und das Spiel kam sehr früh in diesem Jahr raus und zwar im Januar, genauer gesagt am 25. Januar, ich glaube das war der 25. Januar, ich hätte mir vielleicht ein paar Notizen machen sollen, ich habe noch kurz bevor ich aufgenommen habe was nachgeguckt, aber natürlich nicht zu diesem Titel und auf Platz 1 und damit für mich das beste Spiel 2019 mit Abstand wohlgemerkt ist Resident Evil 2 das Remake, oh mein Gott, liebe ich dieses Spiel. Ihr könnt auf dem Kanal hier übrigens auch ein Let's Play davon verfolgen. Es geht, glaube ich, 10 Folgen lang, also ist nicht so lang. Ist ein, wie ich finde, sehr gutes Let's Play geworden, ohne dass ich mich hier selbst unbedingt loben möchte. Aber auch dieses Spiel habe ich tatsächlich platiniert und es war sehr anstrengend, denn es gibt sehr viele Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Zum Beispiel darf man sich in einem Spieldurchgang nicht heilen. Das ganze Spiel nicht heilen. Dann darf man einen kompletten Spieldurchgang seine Itembox nicht öffnen. Die Kiste, die überall rumsteht, wo man auch mal was ablegen darf. Dann muss man natürlich einen S-Rang mit beiden Kampagnen abschließen. Man muss es auf Veteran spielen. Man muss es unter 14.000 Schritte beenden. Das heißt, ihr müsst das Spiel in- und auswendig kennen, weil ihr sonst über diese Schritte geht. Und noch etliche weitere Voraussetzungen. Und ich habe dieses Spiel, ungelogen, 12-mal durchgespielt. Mit Claire paar Mal durchgespielt, mit Leon paar Mal durchgespielt, das B-Szenario bei beiden jeweils zweimal durchgespielt und ich muss euch ganz ehrlich verraten, es ist bis zum letzten Durchspielen geil gewesen. Es hat auch nach dem 10. Durchspielen immer noch Spaß gemacht, weil man immer noch was verbessern konnte. Ich habe mittlerweile eine Zeit, glaube ich, von 1 Stunde 10 oder so in dem Spiel gehabt am Ende. Bin da sehr stolz. Ist ein richtiger Speedrun gewesen, als ich fertig war mit dem Ding. Ich habe es wirklich komplett genossen. Und es hat Spaß gemacht. Es ist unglaublich gut umgesetzt. Also es war ja für mich sowieso das beste Resident Evil gewesen, der zweite Teil.
und mit dem Remake hat Capcom einfach alles richtig gemacht und ich finde genau so wie Resident Evil 2, genau so muss ein Remake aussehen. Und ich freue mich jetzt schon tierisch auf Resident Evil 3, was ja angekündigt ist, was glaube ich dieses Jahr im April schon erscheinen wird. Auch dieses Spiel werde ich von vorne bis hinten suchten. Ich weiß nicht, ob ich Platin holen werde, aber ich erinnere mich an Resident Evil 3 an nichts mehr. Ich weiß nur, dass Nemesis mich verfolgt hat und ich Paranoia hatte, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Aber ich freue mich so sehr auf den dritten Teil und es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch 2020 Spiel des Jahres wird, wobei es sehr, sehr harte Konkurrenz bekommen wird. Zum Beispiel Final Fantasy VII, das Remake wird rauskommen, Cyberpunk wird rauskommen, das ist Cyberpunk ist auch ein Titel, wo ich Platin auf jeden Fall im Auge habe. Das soll's gewesen sein, oder? Gerne in die Kommentare, wie ihr meine Top-10-Liste fandet, aber auch gerne in die Kommentare, welche Spiele für euch 2019 die besten waren. Wie gesagt, es gibt ja auch viele, die Death Stranding oder Sekiro richtig gut fanden. Aber wie gesagt, gerne in die Kommentare eure Top 10 oder zumindest eure Top 3 oder so, wenn ihr nicht so viele Spiele jetzt wisst aus dem Stegreif. Gerne in die Kommentare, ich bin immer sehr interessiert daran, wie eure Meinung zu den verschiedenen Sachen ist. Nicht nur zu den Top 10, zu allen möglichen Sachen und deswegen, es kann gerne so weitergehen wie bisher. 1000 Abonnenten, das Weihnachtsgewinnspiel ist vorbei. Es ist alles super gelaufen und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hier, das erste Video im neuen Jahr, hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Rin gehauen, bis zum nächsten Mal.